Wir mischen heute mal zusammen mit euch unser gesundes Trockenfutter für die Kaninchen. Beziehungsweise ist das eher ein Trockenobst- und Gemüsemix. Den verfüttern wir vor allem im Winter und auch Ende Herbst, wenn die Wiese halt nicht mehr so gut wächst. Zum einen geben wir getrocknete Karotten rein. Dann auch noch getrocknete Apfelstücke. Dann kommt als nächstes auch noch dieser getrocknete Obstmix von Fressnapf dazu. Da haben wir jetzt bloß einen halben genommen, da Bananenchips und auch die anderen Früchte ziemlich zuckerhaltig sind. Dann kommt auch noch immer Johannisbrot dazu. Das ist auch sehr zuckerhaltig, aber auch sehr gesund für die Kaninchen. Was auch nicht fehlen darf, ist bei uns rote Beete. Die mögen unsere Kaninchen auch super gern. Und als letzte Zutat geben wir dann auch noch Erbsenflocken dazu. Genau, und dann ist unser Trockenobst- und Gemüsemix auch schon fertig. Wir verfüttern es sehr oft zusammen mit getrockneten Kräutern. Und das bekommen die Kaninchen aber nicht jeden Tag, sondern so ein bis zweimal in der Woche. Ja, das war's jetzt auch schon wieder mit unserem Video. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht einen Daumen nach oben dazulassen. Und falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, könnt ihr das gerne hier kostenlos tun. Und dann sagen wir Tschüss, bis zum nächsten Mal.